Einen ganz, ganz wundervollen guten Morgen und herzlich willkommen im Nagelstudio. Habt ihr eigentlich schon gesehen, wie Hugo nicht die Leute ansprechen? Komm her hier. Habt ihr eigentlich schon gesehen, wie groß Hugo geworden ist? Ja, fein. Nicht ansprechen. Das müssen wir ihm auch abgewöhnen. Großer Hund. Große Sorgen mit Kindern umlaufen und so, ne? Ja, Leute, es ist nicht einfach. Ein kleiner, sehr agiler Welpe, der jetzt starke Hand, starke Beziehung. Hey, das hat Ute geschmückt. Dreht den Hals um. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in der wundervollen Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, ihr habt den ersten Advent schön gefeiert. Und ja, wie gesagt, es ist bei uns sehr, sehr... hier ist es gut. Hier, seht. Bleib lieb. Ja, wie gesagt, sehr stressig. Haus oben machen. In der Werkstatt natürlich wie immer viel zu tun. Unsere Oldtimer dürfen auch nicht fehlen. Und heute nehme ich euch wieder mit in die Werkstatt. Und, oh, trink erst mal ein bisschen was. Das stimmt mit unserem Hund nicht, Schatz. Irgendwas stimmt mit ihm nicht, ne? Ja, Ute hat alles schön geschmeckt. Kommt mit. Ich habe meinen Kaffee in der Hand und ich will mit euch heute mal ein ganz normales, relaxtes Video machen, wie auch die Fortschritte sind beim Monza. Wir konnten es uns nicht ganz verkneifen. Wir haben ihn leider schon Batterie dran gemacht und auch schon gestartet. Die Jungs haben irgendwie meinen Wunsch nicht so richtig mitgekriegt, dass ich das alles mit Kamera machen wollte. Aber wir zeigen euch jetzt, wie der Stand des Fahrzeugs ist, ne? Morgen! Oh. Was ist immer noch am Bulli rum? Ja. Ja, was machst du denn noch? Hitzeschutz für Standheizung. Oh, Hugo, runter! Da, was hat er denn hier? Was hat er denn? Hugo! Oh. Seht's? Was hat er denn da? Ein Stift. Oh, hör auf, sag mal. Die Kappa drauf, oder? Die Kappa ist drauf, komischerweise. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, langsam im Endspurt. Wir haben alles durchgewartet, glaube ich, ne? Und eine Standheizung haben wir noch. Eine. Genau, eine Standheizung. Willst du die eben kurz zeigen? Kann ich machen. Ja? Ist schwierig, mit Hugo ein Video aufzunehmen, ne? Klingt lebendig. Auf viel Schnee. Schöner Hugo. Ja, ich habe für Walter, ja, Walter hat mich ja gefragt gehabt, ich habe es im vorigen Video schon gesagt, wie das mit der Heizung aussieht. Und ich bin daher davon ausgegangen, dass der eine Heizung drin hat. Hat er aber nicht. Dann sind wir hergegangen und haben uns so eine Ölstandheizung. Kippst du oben 1 Liter Öl rein und 8 kW. Richtig reichlich. Wir zeigen es euch. Eigentlich sollte die da in die Kiste rein, aber sie ist leider wirklich so ein Stück zu hoch. Und jetzt haben wir die hier positioniert. Genau. Jetzt haben wir sie hier positioniert. Und, naja, okay, wir haben jetzt hier nur so 2 cm breiter, aber dafür strömt hier die Luft schön aus. Hier ist der Ausströmer, hier wird sie direkt an der Batterie angeschlossen. Da vorne hast du schon Diesel drauf. Nee, ist noch kein Diesel drauf. Hier ist ein schönes Display drauf, jetzt kann man sie schlecht zeigen, mit Fernbedienung und allem drum und dran. Ja, unten geht der Auspuff raus und der Schalldämpfer vom Auspuff. Ja, ich denke mal, das ist eine schöne Lösung. So ein Ding ist jetzt nicht wirklich teuer, technisch total übersichtlich, leicht zu installieren und ich denke, das ist eine gute Lösung. Für so ein Bulli. Bevor du da jetzt angehst und eine Truma noch einbaust mit Gas und allem, bringt ja nichts. Ne? Ja, sonst ist alles soweit. TÜV müssen wir noch drauf machen, ne? Genau, TÜV dann noch. Wollte Dome mit hin, nur Dome ist ja jetzt momentan, der macht oben noch die Fliesen fertig in dem Mietshaus und wir tanzen jetzt gerade wieder auf mehreren Baustellen. Ne? Wollen wir mal kurz den Monza zeigen, bevor wir zu Ritchie gehen mit den Autogasumrüstungen, die wir natürlich auch wieder reichlich haben. Die Nachfrage für Autogas ist ja leider ein bisschen gesunken und es liegt meiner Meinung nach nicht daran, weil Autogas schlecht ist, sondern Autogas ist die beste Alternative, die es gibt. Nur, ihr wisst, wie der deutsche Michel so tickt, da wird irgendwo gesagt, Gas ist Mist, Gas kommt aus Russland und ob Erdgas oder Flüssiggas, wird dann kein Unterschied gemacht und dann denken sie alle über Elektroauto nach, aber die beste Alternative, ein Auto auf Autogas zu fahren, gerät dann so ein bisschen in den Hintergrund. Uns ist es egal, wir haben noch genug Nachfrage und wir machen unseren Kram auch so weiter. Selbstverständlich machen wir unsere Oldtimer zwischendurch und Lackierungen und dadurch haben wir natürlich immer ein schönes, breites, buntes, gemischten Content für euch und ist natürlich wie immer schön, dass ihr dabei seid. So, gehen wir mal zum Monza. Hast du Batterie drin? Wollen wir mal mit Bremse rein? Ja, kurz mal zeigen, wie er läuft. Kannst du einbauen schnell. Was? Ja, bau mal schnell ein. Komm her, wir gehen mal hin. Die Reifen sind bestellt. Jetzt musst du von weiter weg, er ist schon überpoliert. Er ist schon überpoliert. Er sieht wirklich aus wie neu, oder? Ja. Ja, es ist einfach grandios. Keine Macken, keine Kratzer, nichts groß gesehen, ne? Nö, aber auch gut jetzt
Vor allem der Chrom ist einfach grandios auch, ne? Das war noch richtiger Qualitätschrom. Sehr, sehr schön. Oder Schatz, was sagst du? Ja. Supergeil, oder? Wollen wir damit mal zum Weihnachtsmarkt fahren bald? Nee, das ist Salz auf der Straße, das machen wir nicht. Nein. Der kommt im Winter nicht raus. So, wo ist Bremsenreiniger? Habt ihr was? Hol ich sofort. Ja, geil. Erst neu bestellt. Hast du neue Batterie gekauft? Ja, gestern eine neue bestellt. Ja, wie gesagt, er läuft ganz fantastisch, mechanisch alles gut. Problem war aber, der Tank war ja ausgebaut, die Leitung, der war irgendwie 30 Jahre, war der ja trocken. Und das Problem ist natürlich immer diese mechanischen Kraftstoffpumpen. Die haben wir versucht zu retten, aber da kommt nicht genug. So, wir werden eine elektrische Kraftstoffpumpe reinbauen. Die gehen wirklich warme Semmel. Das machen wir ja bei fast jedem Oldtimer. Dass wir quasi diese alten mechanischen Kraftstoffpumpen, die den Vergaser schon mal kann man befüllen, rausbauen und machen nachher elektrische rein. Wir hatten nur keine mehr. So, das haben wir da auf jeden Fall alles probiert, ob wir die mechanische vielleicht doch zum Laufen kriegen, aber sie fördert zu wenig, ist klar. Diese alten Membranpumpen ist eine Katastrophe. Wenn du die original von Opel kaufst, mögen die lange halten, so 10 Jahre und auch, aber die sind jetzt auch schon, die liegen jetzt auch schon 30, 40 Jahre auf Lager. Und alles andere, was du kaufst, ist nachgebauter China-Schrott. Das funktioniert meistens nicht. Doma hat das bei seinem Konlan damals gehabt, der hat, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr 3 Stück reingebaut. Ne? Deswegen machen wir es nicht mehr. Heute haben wir diese wundervollen elektrischen Kraftstoffpumpen, die aber jetzt nicht irgendwie 4, 5 Bar fördern, wie bei einer Einspritzanlage, sondern die machen wirklich nur einen leichten Vordruck und hören dann wirklich auf zu pumpen, wenn die Vergaserschwimmerkammer schließt. Ne? Aber jetzt will ich euch trotzdem mal zeigen, wie unglaublich seidenweich so ein 2,8 Liter CIH-Motor läuft, wenn er erst 70.000 Kilometer gelaufen hat. Sowas kann man heutzutage nicht mehr hören, nur im Nagelstudio. Gib mal ein bisschen Sprit hier. Kennst du das? Krieg doch keinen Sprit. Das kommt nächste Woche. Wenn wir die Kraftstoffpumpe drin haben, die elektrische, die verbauen wir hier ordentlich sauber, schalten wir auf 15, schalten an der Sicherung dazwischen. Und dann gibt es kraftstoffpumpenmäßig keine Probleme mehr. Ne? Ja, jetzt werden wahrscheinlich wieder welche meckern. Ne? Du könntest das einen alten Motor, wenn er 30 Jahre gestanden hat, nicht mit Bremsenreiniger einfach anwürgen. Nein, wir haben ihn selbstverständlich neues Öl drauf gemacht und haben erstmal Öldruck aufbauen lassen, haben ihn vorher mit der Hand durchgedreht. So, wir wissen schon, wie man einen Motor, der lange gestanden hat, zum Leben erweckt. Ne? Für die Leute, die es unten drunter schreiben wollen. Aber die schreiben sowieso unten drunter, weil sie wahrscheinlich das Video bis jetzt gar nicht mehr gucken. Ne? Ja, wirklich sexy, ne? Wirklich schön und ich bin gespannt. Kraftstoffpumpe kommt morgen irgendwie. Kommt morgen. Dann bauen wir die rein. Tank haben wir komplett gereinigt, lackiert, alles schön gemacht. Wir haben einen neuen Schwimmer alles drin, einen neuen Tankgebersensor, 20 Liter Spritzensor, aber wir haben gekämpft wie verrückt. Ja, das sind auch alles solche Sachen, die man, wenn man so einen Oldtimer kauft, einfach vergessen werden. Man bietet so ein Auto an und dann wird so ein Auto einfach gekauft und dann, ja, der ist jetzt so da. Aber dass wir alleine schon 3 Stunden gefummelt haben, den Kraftstoff nach vorne zu kriegen, weil 30 Jahre hier nichts passiert ist und die Kraftstoffe, das sind alles Arbeitszeiten, die wirklich teuer sind und anstrengend sind und sowas wird immer alles nicht mit einkalkuliert. Und letztendlich ist ein Oldtimer, auch wenn er so jungfräulich ist wie dieser hier, nachher im Endeffekt natürlich dann auch ein bisschen teuer. Ne? Ihr wisst es, wenn ihr Interesse habt, 15.000 Euro muss ich für das Auto haben, komplett fix und fertig durchgewartet, im Jahreswagenzustand mit neuem TÜV. Hakenzeichen, alles komplett fix und fertig. Ja, also, ist sonst noch was aufgefallen, was wir machen könnten mit dem Auto? Nee, neue Reifen kriegt er noch drauf, Bremsen genau, sind, glaube ich, tadellos, das müssen wir alles nur gängig machen. Die Scheibenwischer hast du auch neu gemacht, ne? Genau, die habe ich neu gemacht. Ja, hier kommt eine Scheinwerferreinigungsanlage, ne? Ja. Sowas war damals natürlich, ne? Die lassen wir drauf und wir haben uns auch dazu entschlossen, ihr habt es ja auch drunter geschrieben, dass wir die Aufkleber drauf lassen hier, diese Oberaufkleber, ne? Die kann derjenige, der das Auto nachher eventuell bekommt, selber runtermachen. Was sagst du dazu? Runtermachen oder drauflassen? Drauflassen. Ja, ne? Ja. Ich finde auch. Können draufbleiben, wo er überall schon mal gewesen ist. Viel weiter ist er nicht gefahren, wie er nach da hin, zurück, dies, das, mit seinen 75.000 Kilometern. Die Heckklappe ist sehr interessant, hat mir ein Monza-Spezialist erzählt. Guckt euch das an. Die guckt zu weit rüber. Das war damals ein Problem, dass die Heckklappe bei Monza unglaublich schwer gewesen ist. Und wenn man die dann irgendwie, keine Ahnung, 500 Mal auf und zu gemacht hat, dann ist die hier oben aus der Gummihaltung immer runtergerutscht und hat es immer so ausgesehen, wie hier, dass die eben drüber steht. Der hat keinen Heckschaden, nichts gehabt. Das ist natürlich richtig zu. Die müssen wir dann nochmal oben lösen, dass wir die nochmal richtig sauber einstellen. Ne? Deswegen rutscht bei Monza der Klappe hinten runter. Die wiegt natürlich auch 500 Kilo irgendwie. Ne? Neue Dämpfer haben wir auch bestellt. Innenausstattung ist ja absolut neuwertig.
Ich bin gespannt, wenn er fertig ist und wir schön draußen eine schöne Videosession machen, wie ich mit dem Ding um den Block fahre. Ja, Bulli ist klar. Richie, was haben wir denn in der Umrüstung, was wir zeigen können? Genau, hier ein Bestandskunde. Die Leute sind nicht doof, so ein kleines Auto umrüsten zu lassen. Umrüstung kostet komplett 2.700 Euro mit einer Prinz VSI 2.0. Auto verbraucht wenig, aber ist trotzdem lohnenswert. Das ist ein Kunde. Wir sparen momentan roundabout 70 Cent pro Liter im Gegensatz zu Benzin. Also lohnenswerter als heute war Autogas noch nie. Aber das ist immer genau das, was in Nachrichten immer erzählt wird. Wenn damals irgendein Bericht auf Sat.1 gekommen ist, weil sie gerade nichts zu tun haben, dass Autogas toll ist, dann sind die uns die Bude eingelaufen. Wir hatten 6 Monate Vorlaufzeit. Momentan wird alles Gas schlecht geredet. Wir müssen Elektro. Putin ist sowieso böse. Mag vielleicht böse sein, aber das mag ich jetzt hier auch nicht zu beurteilen. Ich bin unpolitisch, beziehungsweise der Kanal ist unpolitisch. Aber dann ist die Nachfrage ein bisschen geringer. Ne? Wie gesagt, wir haben zu tun und guckt es euch an. So Kleinwagen auf Gas fahren ist auch eine wunderschöne Alternative. Eigentlich so die beste und umweltfreundlichste Alternative. Die nachhaltigste natürlich. Und so ein Auto verbraucht... Was mag der verbrauchen? Lassen Sie mal 6 Liter Benzin verbrauchen, ja. Und nachher 7 Liter Gas. Bei 7 Liter Gas beim Euro, ja, bist du bei 7 Euro auf Gas auf 100 Kilometer und bei, sag ich mal, 6 Liter Benzin, 6 mal 1,70 roundabout, ne? Ist ja ziemlich weit unten jetzt momentan, ne? Bist du bei, momentan, ja. Bist du bei 11, 12 Euro. Ja, also bist du bei Autogas immer noch knapp bei der Hälfte mit gutem Gewissen. Weniger CO2-Ausstoß, doppelte Reichweite, ihr wisst es ja. Ne? Das heißt, ich muss sowas noch mal kurz anbringen für die Leute, die natürlich das erste Mal im Nagelstudio einschalten. Ja, was, bist du schon bei fast mit durch, ne? Ja. Krieg eine Prinz VSI 2.0 rein, die Anlage kann 500 PS, guckt euch das Auto an. Ey, ist halt EVP 500, verdammt, alles Standard. Ne? Ja. Neueste Steuergerät, Gehhin, Elektoren und das ist alles in OEM-Qualität verbaut. Guckt sie an, wie Richie das immer macht. Es ist einfach immer nur grandios. Der Laie weiß nicht, was ist neu da reingekommen und was ist nicht neu da reingekommen. Hier haben wir natürlich das Rail, hier hinten unten ist der EVP 500 Verdampfer, der ist ja heutzutage nicht mehr größer als eine Red Bull Dose und kann 500 PS. Also da ist seitens Prinz wirklich Hausaufgaben gemacht worden. Wollte gerade sagen, warum liegt die Doppelklappe da so lose drin? Die ist so, ne? Ja. Super, ja, und dann haben wir noch einen Volvo. Den XC70. Irgendwas Besonderes? Hast du da schon mit angefangen? Nee. Ja, mach Dome, ne? Oder du jetzt, wenn du mit dem Dings fertig bist. Ja, ich, ne? Mach der XC90 ist ein Bestandskunde. XC70, ist das ein Bestandskunde? Hat der schon? Auch ein Bestandskunde, ja. Ja? Ja. Ja, ja. Ja, die Leute, die das Nagelstudio kennen, die wissen, was gut ist und lassen nicht nur ein Auto umrüsten. Wir haben, ich glaube, wir haben auch Kunden, die haben schon innerhalb der letzten 20 Jahre so 10, 15 Autos bei uns umrüsten lassen und trinken immer wieder gerne hier bei uns einen Kaffee. Ja, was hast du noch zu erzählen? Die Karre kann ich auch nicht mehr sehen. Ja. Seit fucking 3 Monaten steht dieses Auto hier. Er ist eigentlich fertig. Es sind nur Kleinigkeiten. Also wir hatten ein Problem mit unserem Hauptbremszylinder. Den haben wir ja ein paar Mal auseinandergenommen, weil der Bremskraftverstärker nicht funktionierte. Und dann hier noch ein bisschen was. Oder Unfall. Das war bestimmt wieder Hugo, ne? Ja. Oh nein. Der Hugo? Hugo! Nee, was? Hast du ihn gefesselt? Hast du ihn gefesselt und geknebelt? Ja. Okay. Ja, und dann hatten wir noch mal gesehen, das sollte durch den TÜV, haben wir gesehen, dass die Bremsschläuche porös waren. Ja, dann bestellst du Bremsschläuche, die gibt es nirgendwo, dann holst du die aus den USA. Dann dauert das 3-4 Wochen, so, dann fällt der Post ein, dass sie noch irgendwie ein bisschen Zoll, anstatt dass du es beim Zoll abholst, holst du mit. Nee, dann muss der Zoll vorweg bezahlen. Nur Theater. IORI-Nummer und was nicht alles. Ne? So ist es, ja, jetzt brauchen wir auch nicht mehr verkaufen, jetzt haben wir Winter. Also geht das Auto im Frühjahr, wird das jetzt dann irgendwie angeboten. Ne? Wer Interesse hat, kann sich melden. Ja, ist eben halt ein Oldsmobile Rocket 88 im absoluten, fast unberührten Neuzustand, nur in Florida gelaufen. Ungeschweißt, kein Rost gehabt, nichts gemacht, perfekt. 30.000 Euro übrigens für ein Auto haben, gibt's eigentlich so auch nicht. Ne? Ja, und weiter werden wir den Bulli natürlich noch bringen und ihr seid natürlich auch mit dabei. Wenn wir, ja, hebt mal auf, wollen wir mal in ganzer Schönheit sehen, hinter der Mülltonne. Ja, ist schon schön. Ja, Herd drin. Herd ist drin, Kühlschrank ist drin, Heizung ist drin. Was will man mehr? Retro-Camper kann man sich eigentlich nicht besser wünschen. Ne? So, jetzt werden wir oben Papierkram erledigen, machen, tun. Gleich nochmal zur Wohnung fahren, mit Dome helfen, die Dusche einzubauen.
und so. Und dann geht der tägliche Wahnsinn weiter. Wir wünschen euch, wie gesagt, erstmal weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit. Trinkt nicht so viel Glühwein auf dem Markt. Und wenn nicht, schön Mütze aufsetzen. Ne? Ich habe gestern eine Mütze gekriegt. Ich habe gestern gelernt, dass man immer Mütze und Handschuhe aufsetzt. Ich darf nicht mehr ohne Mütze rausgehen. Wünschen euch eine schöne Zeit. Tschüss.